Hallo und herzlich willkommen, liebe Spray-TV-Zuschauer im Kunsteisstadion in Crimmitschau am heutigen Sonntag, 17. September des Jahres 2023. Treffen die Eispiraten Crimmitschau auf den DEL-Absteiger. Die Bietigheim Steelers, die da in Form eines Vorstoppers rausgehen. Aber macht er gut, Scott Faeser. Auf Henry Kadinen. Glückpass! Und dann ist Verbeek da und verpasst die Scheibe. Wieder schlägt rund um Dubrovar ein. Eispiraten haben die Scheibe immer noch unter Kontrolle. Nächste Möglichkeit, Skalzo. Skalzo schießt. Wieder am Tor vorbei. Gucci und Velischka da. Steelers kommen als Sieger mit dem Puck aus der Bande. 41 Sekunden noch. Nach der Anspielstation. Guter Versuch, guter Tipp in Versuch. Und da wird es zweimal brandgefährlich. Ein Mann, der aus Wolfsburg gekommen ist. Schön gesehen. Jetzt, vielleicht mal. Möglichkeit. Tor! Max Berlinson eröffnet den Toreigen in diesem Spiel. Und lässt die gut 3000 Eispiraten-Fans hier im Stadion zum ersten Mal richtig aufhorchen. Ein schöner Pass da von Marius Skalzo auf Max Berlinson. Und da kann sich Leon Dubrava ausschauen. Und überwindet ihn im oberen kurzen Eck. Schöner Schuss da vom Mann mit der Nummer 58. Und damit die Eispiratenführung. Schauen wir nochmal drauf. Da kommt der öffnende Pass. Da stimmt die Zuordnung nicht. Und dann ist es ein starker Schuss ins kurze Eck. Kadinen versucht da direkt nachzusetzen. War aber dann alles zugemauert. Henry Kadinen. Scott Faeser! Starke Vorarbeit von Henry Kadinen, der den Puck dann durch die eigenen Beine in den Slot spielt. Und dann ist es Scott Faeser mit dem ersten Powerplay-Treffer für seine Farben und dem 2:0 in diesem Spiel. Powerplay-Treffer der Eispiraten. Hier schauen wir nochmal drauf. Wunderschön herausgespielt, Berlinson. Achtet auf Kadinen mit dem Puck durch die Beine auf Scott Faeser. Und der kann dann Leon Dubrava überwinden. Schauen wir mal hier, Kadinen. Ja, da will er gar nicht schießen und dann einfach rückwärts durch die Beine, Scott Faeser. Der Schläger wird nicht kontrolliert und dann hat auch Leon Dubrava ja natürlich gar keine Chance. Deswegen kommt nämlich der Druck zustande der Bietigheim Steelers, die jetzt Riesenchance liegen lassen, weil Oleg Schilin hier einfach mal sämtlichste Sehnen in seinem Körper ignoriert und da das endlos lange Bein macht. Riesenchance da für die Steelers. Das ganze Stadion klatscht die Mann in den Rot nach vorne. Oh, gefährlich. Aber da darfst du die Scheibe nicht so liegen lassen. Wieder Schilin. Oleg Schilin. Jetzt Sigmund. Tor! Entscheidung. Puckverlust. In der eigenen Zone der Bietigheim Steelers. Und das ist der Neuzugang. Ladislav Sigmund mit dem entscheidenden 3:0 aus Sicht der Eispiraten. Hier sehen wir das Punktverlust und Schwierigkeit da. Und dann ist es keine Probleme mehr, keine Schwierigkeit für den Neuzugang mit der Nummer 45 aktuell. Die letzten Sekunden von der Uhr nehmen. Und damit ist es der erste Heimsieg für die Eispiraten Crimmitschau. Und das gleich mit einem Shutout-Sieg für Oleg Schilin. Ja, Heimdebüt DL2, was willst du mehr?